Deutschland ist mit ca. 25.000 eines der Länder mit den meisten Burgen. Heute werden wir uns die besten 8 Burgen in Deutschland ansehen. Kommen wir auch gleich zu dem Ranking. Und ich kann euch sagen, der erste Platz wird euch überraschen. Viel Spaß mit dem Video. Den 8. Platz belegt die Burg Trifels. Aus Sandstein erbaut, thront sie auf einem wild zerklüfteten Felsriff oberhalb der Stadt Annweier. Vermutlich im 11. Jahrhundert errichtet, haben die alten Mauern viel erlebt und gesehen. Denn die Burg war nicht einfach nur eine Ritterburg. Im 12. und 13. Jahrhundert diente sie den Staufern und Salieren als wichtigstes Machtzentrum, weshalb hinter den dicken Mauern immer wieder Reichskleidung wie Krone, Zepter und Reichsapfel aufbewahrt wurden. Bis heute kann man originalgetreue Nachbildungen dieser Kostbarkeiten in der Schatzkammer der Burg bestaunen. Doch auch der Rest der Burg ist sehenswert, denn ihre Architektur ist spannender Zeitzeuge der unterschiedlichsten Epochen. Schließlich musste das Mauerwerk über die 1000 Jahre seine Existenz nach Zerstörung und Verfall in Teilen immer wieder neu aufgebaut werden. Beim Besuch können Gäste außerdem spannende Geschichten über Kaiser Barbarossa hören. Burg Trifels galt als seine Lieblingsfeste. Auch das Leben von König Richard von England, bekannt als Löwenherz, ist eng mit dem Gemäuer verwoben. Er wurde hier einige Jahre gefangen gehalten. Die Burg Fischering hat durch ihre einzigartige Architektur im Innenbereich der Mauern den 7. Platz geholt. Wie auf einem Spiegel schwebt die Burg mit spitzen Turm über der spiegelglatten Wasserfläche. Die Burg Fischering ist das Ideal einer typischen münsterländischen Wasserburg, eine runde Hauptburg umgeben von einem Hausteich. Nur eine schmale Brücke führt über das Wasser zum Tor der kompakten Burganlage. Wahrscheinlich im 12. Jahrhundert errichtet, diene das Gebäude als Trutzburg. Bewohnt wurde sie von Ritter Albert von Wolfheim, der mit Hilfe der Burg und einer kleinen Mannschaft dafür sorgen sollte, dass benachbarte Burgen ihr Herrschaftsgebiet nicht weiter nach Münster ausdehnen konnten. 1519 bis 1622 wurde die Burg schließlich zu einem Wohnschloss ausgebaut. Heute können Teile der Burg von Besuchern besichtigt werden. Auf Platz 6 haben wir eine der eindrucksvollsten Burganlagen im süddeutschen Raum, Burg Breuberg, die sich hoch über der Stadt Breuberg im Odenwald erhebt. Und das schon seit dem Jahr 12.000. Damals wurde sie von Konrad Reitz von Lützelbach als Staufenburg errichtet und seitdem durchgängig bewohnt und für unterschiedliche Zwecke genutzt. Zunächst als Wohnort unterschiedlicher adliger Familien, in jüngerer Vergangenheit dann auch als Landratsamt. Während des Zweiten Weltkrieges diente die Burg als Wohnort für Arbeitsimmigranten, danach als Produktionsstätte einer Spielzeugfabrik. Heute befindet sich in den alten Gemäuern eine Jugendherberge und eine Burgschenke. Den bunten Mix an Bewohnern in der Vergangenheit erkennt man heute noch an der ebenso bunten Mischung aus Einrichtungs- und Baustilen. Vor allem Gotik und Renaissance haben ihre Spuren hinterlassen. In den historischen Räumen befindet sich heute das Breuberger Museum. Hier werden alte Handwerkskunst, Beiträge zur Volkskunde und Gegenstände aus der Burggeschichte gezeigt. Den verdienten 5. Platz holt sich durch ihre besondere Lage und geschichtliche Relevanz die Wartburg. Zentrum des hochmittelalterlichen Dichtens und Minnengesangs, Wohn- und Wirkungsort der heiligen Elisabeth, Exil für Martin Luther, der hier das Neue Testament übersetzte, und Schauplatz des Wartburger Festes der deutschen Bruderschaften. Keine deutsche Burg ist so sehr mit großen geschichtlichen Ereignissen verbunden wie die Wartburg in Thüringen. Das beeindruckende, im Jahr 1067 errichtete Gebäude wurde deshalb 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Und als wäre das nicht Grund genug für einen Besuch, erhebt sich die Wartburg auch noch überaus eindrucksvoll hoch über der Stadt Eisenach aus dem Grün des Thüringer Waldes. Übrigens berechnet man den Mittelpunkt Deutschlands anhand des Schwerpunkts der Fläche Deutschlands, so befindet sich dieser nur rund 10 Kilometer von der Wartburg entfernt. Daher wurde die Wartburg stellvertretend zum Mittelpunkt Deutschlands und 1989 zum Symbol der deutschen Einheit erklärt. Heute werden auf der Festung geführte Burgbesichtigungen angeboten und Kulturevents veranstaltet, beispielsweise das Wartburg-Festival, bei dem im burgeigenen Festsaal Konzerte und Opern aufgeführt werden. Musik.
Knapp am Siegerpodest vorbei, aber immerhin auf dem 4. Platz hat es die Löwenburg geschafft. Die Löwenburg liegt eingebettet in grüne Landschaft vor den Toren der Stadt Kassel oberhalb von Schloss Windhelmshöhe. Mit ihren vielen Türmen, ihrem beigebraunen Mauerwerk und den grauen Schieferndächern sieht sie aus wie der ideale Schauplatz für ein Märchen der Gebrüder Grimm. Tatsächlich entstand die Burg auch genau in der Zeit, in der die Brüder Jakob und Wilhelm ihre Märchensammlung niederschrieben, zwischen 1793 und 1801. Interessant ist die Löwenburg vor allem, weil es sich bei ihr um eine der ersten pseudomittelalterlichen Burgen Europas handelt. Die Burg sollte von außen bewusst einer verfallenen Ritterburg aus dem Mittelalter ähneln, samt Rüstungskammer mit Waffen und Rüstungen. Doch entsprechend der Epoche, in der die Burg geplant und erbaut wurde, ähnelt der innere Aufbau eher dem typischen Raumprogramm eines barocken Lust- und Landschlosses. Besonders sehenswert sind daher die fürstlichen Wohnräume mit ihren historischen Möbeln, Gemälden und Bronzen. Die Burg kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden. Unsere erste Burg, welche es auf das Siegerpodest geschafft hat, ist die Burg Eltz mit einem verdienten 3. Platz. Eine wunderschöne Grafentochter, die beim Kampf um ihre Freiheit das Leben lässt. Hohe Burgmauern, einen Burggraben und eine steinerne Brücke. Burg Eltz ist eine Ritterburg, wie sie im Buche steht. Genau das ist wohl auch der Grund, weshalb sie in ihrer 800-jährigen Geschichte kein einziges Mal von Gegnern eingenommen wurde. Und nicht nur das, sie überstand auch alle Wirren der Jahrhunderte komplett unbeschadet und gehört damit zu einem der wenigen niemals zerstörten Burgen in Europas. Bis heute ist das Kastell im Besitz der Familie von und zu Eltz, die heute zwar nicht mehr auf der Burg lebt, sie jedoch instand hält und zwischen April und November für neugierige Besucher aus aller Welt öffnet. Auf einer Führung geht es nicht nur um die vielen Räume der Burg, sondern auch auf eine Reise durch die Jahrhunderte, die in jedem Winkel ihre Spuren hinterlassen haben. Ein besonderes Highlight ist die Schatzkammer im Keller. Hier warten über 500 Exponate, Gold, Schmuck, Porzellan, Waffen und Rüstungen. Knapp am 1. Platz vorbei, aber dennoch eine der schönsten Burgen auf dieser Liste, ist auf Platz 2 die Reichsburg. Rittersäle, Speisesäle, Jagdzimmer, Erker, Zinnen. Die Reichsburg erhebt sich hoch über der Stadt Chorim an der Mosel und bietet alles, was man sich von einer echten Ritterburg erwartet. Die Anlage, die im Mittelalter als Zollburg diente, wurde so, die Vermutung, in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichtet. Während des pfälzischen Eroberungskriegs Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Burg stark beschädigt. Doch im 19. Jahrhundert beschloss der Berliner Rat Louis Revenet, die Burg zu restaurieren und im neugotischen Stil wieder aufzubauen. Seitdem erstrahlt sie in neuem Glanz und ist weithin über dem Moseltal sichtbar. Interessenten können die Burg jedoch nicht nur aus der Ferne bewundern, sondern auch an Burgführungen teilnehmen, dabei die eindrucksvoll gestalteten Innenräume entdecken. Und auf dem 1. Platz und damit der schönsten Burg in Deutschland liegt die Burg Hohenzollern. Im Herzen von Baden-Württemberg am Rand der Schwäbischen Alb und zwischen Bodensee und Schwarzwald liegt die Burg Hohenzollern in 855 Metern Höhe. Wer sie erklimmen will, muss einen langen und steilen Fußmarsch auf sich nehmen, nur um sich dann vor den hohen Mauern wiederzufinden und um Einlass zu bitten. Doch keine Sorge, der wird heute gerne gewährt. Die erste Burg an dieser Stelle wurde im frühen 11. Jahrhundert errichtet, doch schon 1423 nach langer Belagerung wieder völlig zerstört. 1454 wurde daher eine weitere Burg erbaut mit höheren, festeren Mauern, die bis heute in Teilen erhalten ist. Jährlich strömen bis zu 300.000 Besucher zu dem beeindruckenden Bauwerk, das mit hellem Stein, grauen Turmspitzen und kunstvollen Steinfresken fast an die Harry Potter Zauberschule Hogwarts erinnert. Auf Burg Hohenzollern können Besucher nicht nur die Festung mit ihren 140 Räumen besichtigen, darunter die Bibliothek mit kunstvollen Wandmalereien oder Räumen mit vergoldeten Kassettendecken, auch das Museum, das eine faszinierende Sammlung von Artefakten zur Geschichte Preußens und seiner königlichen Familie beherbergt, ist ein Besuch wert. Außerdem finden in der Burg das ganze Jahr über Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen und einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands statt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.